Jo Leute, was geht? Willkommen zum wahrscheinlich letzten Video von Lies of P. Ich habe nämlich jetzt im letzten Stream die Platin geschafft. Die Gradkatastrophe. Ah, da ist es. Die Geschichte vom blauen Schmetterling. Und da ist die Platin Lies of Pi. Und was ich dann immer mache, so als Abschluss eines Spiels, ist mein Recap zur Platin zu geben, worauf man achten muss und eine allgemeine Info, Tipps und Tricks zu der Platin in Lies of P. Denn ich denke, die Platin in Lies of P kann eigentlich jeder bekommen, der das Spiel durchspielen kann. Das heißt eigentlich eine relativ easy Platin, wenn man auf die ein oder andere Sache achtet. Ich würde sagen, wir starten mit der meiner Meinung nach schwierigsten Trophäe, auch wenn die Prozentzahl da ein bisschen was anderes aussagt. Und zwar ist das Rise of P, das ist das geheime Ende, was ihr erreichen müsst. Da müsst ihr nämlich einiges beachten. Das Wichtigste ist, dass ihr bei jeder Entscheidung so oft wie möglich lügt bzw. menschliches Verhalten zeigt. Das macht, dass ihr menschlicher werdet und ganz am Ende müsst ihr so menschlich sein wie möglich. Wie ihr das sehen könnt, wie menschlich ihr seid, zeige ich euch gleich. Um dann am Ende überhaupt die Trophäe bekommen zu können. Das heißt, bei jeder Entscheidung, ich blende euch mal ein paar ein, müsst ihr lügen. Dazu gibt es natürlich auch Guides im Internet. Ich werde euch einen Guide, wonach ich gegangen bin, unten mal verlinken. Ihr müsst nicht auf Teufel komm raus jede Entscheidung mitnehmen und auch lügen. Ihr könnt auch hier und da mal aus Versehen die Wahrheit sagen oder bestimmte Entscheidungen gar nicht wahrnehmen, weil manche Nebenquests muss man ja nicht unbedingt machen. Wie zum Beispiel ganz am Anfang das mit der Babypuppe. Entscheidend ist, dass sobald ihr nach den schwarzen Kaninchen dieses Gemälde habt, dass ihr am Ende, bevor ihr Sophia erlöst, diese Nase so lang ist, dass es vorne Gold ist und drei Blätter dran sind. Das bedeutet, dass ihr oft genug gelogen habt. Dann könnt ihr Sophia erlösen und sobald ihr Sophia erlöst habt und oft genug gelogen habt, bekommt ihr diese weißen Haare. Und sobald ihr die weißen Haare habt, könnt ihr es eigentlich nicht mehr ruinieren. Da müsst ihr ganz am Ende bei Geppetto nur noch sagen, dass ihr das Herz nicht gebt, die namenlose Puppe besiegen und dann habt ihr das geheime Ende von Rise of P. Meiner Meinung nach auch das beste Ende, ist sehr cool. Das Herz abgeben Ende ist auch cool, aber das geheime Rise of P Ende ist schon sehr geil. Jeder, der es gesehen hat, weiß, was ich meine. Ganz allgemein würde ich auch sagen, dass die Schallplatten relativ tricky sind, weil manche NPCs, wie zum Beispiel Eugene, geben euch zwei Schallplatten, je nachdem, was ihr für eine Entscheidung trefft. Das heißt, ihr müsst sowieso zweimal durchspielen, um alle Schallplatten zu haben. Ihr müsst dann wirklich darauf achten, dass ihr im ersten Durchlauf das sagt und im zweiten Durchlauf das sagt. Zu den Enden, falls ihr nicht dreimal durchspielen wollt, sondern vielleicht nur einmal oder zweimal, schaut euch auf jeden Fall das letzte Video an, was ich gemacht habe über die zwei Enden. Dort habe ich euch gezeigt, wie ihr zwei Enden oder auch drei Enden mit einem Spieldurchlauf bekommen könnt, indem ihr den Spielstand hoch und runter ladet. Ich weiß nicht, wie das auf anderen Konsolen und am PC ist. Auf der PlayStation könnt ihr auf jeden Fall euren Cloud-Spielstand hochladen und später wieder runterladen, wenn ihr die Trophäe habt. Müsst ihr mal selber gucken, ob ihr das machen wollt. Das spart euch auf jeden Fall etwas an Zeit, weil ihr die ganzen Akte nicht nochmal durchgehen müsst. Entscheidend gerade für die Enden und Geppettos Geschichte und Sophias Geschichte ist ja eigentlich nur am Ende, ob ihr Sophia erlöst oder nicht und ob ihr das Herz abgebt, ja oder nein. Noch eine Sache, die wahrscheinlich auch schwieriger ist als das, was die Prozente hier sagen, ist erfahrene Entdecker. Das sind alle kryptischen Gefäße, die ihr finden müsst und dann auch noch die Lösung zeigen müsst. Das wird hier jetzt kein Guide für die kryptischen Gefäße, aber ich würde euch da auf jeden Fall raten, nehmt euch einen Guide, weil es ist schon schwierig, die Gefäße richtig zu deuten, wo ihr wie was machen müsst. Wenn ihr das Ganze ohne Guide machen wollt, ganz wichtig, hier unten sind die kryptischen Gefäße, die ihr bekommt. Die könnt ihr bei Vinini entkrypten lassen und dann kriegt ihr hier so ein Plakat und dort könnt ihr dann genau sehen, wo ihr hin müsst und was ihr machen müsst. Diese kryptischen, also das, was ihr da bekommt, was auch wichtig ist, um die Trophäe zu bekommen, weil ihr müsst nicht nur das kryptische Gefäß entkrypten, sondern ihr müsst auch wirklich den Schatz holen. Ist wichtig, dass ihr erst das kryptische Gefäß habt und dann könnt ihr dahin den Schatz holen. Ihr könnt also nicht schon dahin gehen, ohne das kryptische Gefäß zu haben, auch wenn ihr schon wisst, wo es ist. Schlüssel der Dreifaltigkeit. Überall in der Welt sind ja Telefone verteilt. Ich kann mal eins zeigen, wo ihr mit dem Rätselmeister sprechen müsst. Und der gibt euch dann verschiedene Rätsel auf, die ihr lösen müsst. Und dann kriegt ihr einen Dreifaltigkeitsschlüssel. Auch wichtige Trophäe. Insgesamt gibt es vier Türen, die ihr öffnen müsst. Alle bis auf
Also zwei Stück sind relativ gut versteckt. Also ich habe auch die Dreifaltigkeitstür in der Kirche erst im zweiten Durchlauf überhaupt gefunden. Habe ich ohne Guides gemacht. Kann man auch relativ gut ohne Guides machen, wenn man sich gut umschaut. In der Kapelle der Kathedrale ist relativ gut versteckt. Wenn ihr diesen rollenden Ball seht, der runterkommt und da entgegenlauft und dann die Treppe hoch und wieder gegen den Ball läuft, dann kommt ihr zu der Tür. Den habe ich auch erst gefunden im zweiten Durchlauf und habe dann auch erst die Trophäe dazu bekommen. Aber das kriegt ihr auch mit den Dreifaltigkeitsschlüsseln. Wichtig halt, dass ihr die Telefongespräche, den Rätselmeister da richtig beantwortet. Ich würde sagen, das sind so die Trophäen gewesen, womit ich Probleme hatte. Alles andere kriegt ihr eigentlich auch gut casual hin. Mich würde extrem interessieren, eure Meinung zu Lies of P abschließend, nachdem ihr das Game jetzt so wie ich vielleicht durchgespielt habt und schon ein paar Tage, paar Wochen drin seid. Seid ihr auch so begeistert von einem Game wie ich? Hofft ihr auf ein DLC, auf ein neues Game? Es ist ja ein kleiner Cliffhanger ganz am Ende mit der Zauberin, mit dem Zauberer von Oz und Dorothy. Also da hätte ich schon extrem Bock drauf. Egal, ob es ein DLC ist und man weiterhin die Puppe bleibt oder ob es vielleicht nochmal ein komplett neues Game gibt in der Welt von Zauberer des Oz. Dann auch die Frage, was wird da noch alles kommen? Bin ich extrem gespannt. Ich hoffe, das Studio kriegt so geile Zahlen mit dem Game, was es auch verdient hat, um nochmal so ein schönes Game zu machen. Weil es wirklich voll ist von coolen Ideen und für mich eins der besten Games dieses und auch der letzten Jahre. Es ist fast schon schade, dass dieses Jahr die Konkurrenz so groß ist. Sonst hätte Lies of P wirklich Game of the Year verdient. Und ich hoffe, dass es irgendwie einen Newcomer-Preis oder irgendwas gewinnt, weil es das auf jeden Fall verdient hat. Lasst gerne ein Follow da, wenn ihr in Zukunft nichts verpassen wollt. Demnächst kommt ja Lords of the Fallen, zweite Season von Diablo 4. Wenn ihr da dabei sein wollt, lasst gerne ein Follow da, würde mich sehr freuen. Würde mich sehr über ein Like auf dem Video freuen und sage bis zum nächsten Mal, Leute. Hau rein.